Hallo und herzlich willkommen auf dem Balkon. Heute deswegen, weil ich nicht so weit weg will, weil ist alles Logistikzeit, die dann notwendig ist, wenn ich woanders hocke. Und auf dem Balkon bin ich mal schnell gegangen und kann dann auch vergleichsweise schnell anfangen zu drehen. Das ist mir heute wichtig, weil es sind noch sonstige Termine. Ne? Das heißt, die Akustik ist natürlich wieder nicht die beste, weil man auch ein bisschen Hintergrundgeräusche hat. Ich bitte das dann zu entschuldigen und nächstes Mal hocke ich auch wieder wo es ruhiger ist. So, ich habe mir gedacht, ich probiere mal was aus, was ich normalerweise nicht ausprobieren würde, im Stil von, ich probiere es, damit ihr es nicht probieren müsst und trotzdem ungefähr wisst, was Sache ist, nämlich einen Notversorgeshop wollte ich mal ausprobieren und entsprechend mal da mal ein paar Sachen einkaufen und eben verköstigen und vorzeigen, die es da so gibt und ein bisschen drüber reden, inwieweit macht das Sinn oder macht das nicht Sinn, dass es diese Shops gibt. Geben tut sie's. Es gibt sie noch mehr seit Corona. Da sind gefühlt noch ein, zwei neue aus dem Boden geschossen. Warum bloß? Seltsam. Und ja, das wollte ich mir einfach mal sehr gerne mal angucken und mal ein bisschen vergleichen. Ich habe da im Gegensatz zu Otto Normalverbraucher die luxuriöse Situation, dass ich hinterher ein Video dazu machen kann und dann kommt wenigstens ein Teil der Kosten für den Krempel wieder rein und das macht das Ganze dann ja, ein bisschen vertretbarer als für vielleicht den einen oder anderen, der sagen würde, ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Gut, beim Thema Notvorsorge, da gibt es ja diese lustigen Empfehlungen vom Bundesamt für Katastrophenschutz, irgendwie sowas. Ja, und die empfehlen eben, man möge doch bitte für 10 bis 14 Tage einen entsprechenden Notvorrat zu Hause haben, der da besteht aus was zu trinken, was zu essen, ein paar Kerzen, ein bisschen was zum, vielleicht eventuell noch so ein Notradio, damit man sich Informationen beschaffen kann, wenn das Internet ausfällt und. Da gibt es eine lange Liste, das ist alles ganz interessant und da gibt es jede Menge YouTube-Kanäle, die sich hauptsächlich mit so einem Zeug beschäftigen. Mal mehr, mal weniger seriös, aber viele, auch ganz viele absolut seriöse und man kann sich mit dem Thema ja auch wirklich auseinandersetzen. Ich finde, das passt auch gut in den Kontext von so ein bisschen sich mit Survival zu beschäftigen, sich vielleicht auch ein bisschen sich mit Bushcraft zu beschäftigen und generell so Outdoor und ohnehin, wenn man mal so drüber nachdenkt, unsere Großmütter hatten alle immer noch jede Menge Vorräte im Haus und wenn was gewesen wäre, dann wären die auch locker 2, 3, 4 Wochen noch in der Lage gewesen, die Familie mit Futter zu versorgen, einfach weil man damals eben noch Vorräte gehalten hat. Das macht man heute nicht mehr unbedingt, weil wir ja gewöhnt sind, rund um die Uhr Supermärkte zur Verfügung zu haben. Man hat so ein bisschen in der Anfangszeit von Corona, als die Nudeln dann mal alle waren vom Klopapier, fange ich jetzt gar nicht an, so ein bisschen gemerkt, dass es vielleicht unter gewissen Bedingungen schon sinnvoll sein kann, ein paar Vorräte daheim zu haben. Ne? So, mehr sage ich gar nicht. Ich will jetzt nicht anfangen, dass jetzt jeder sich auf die Apokalypse vorbereiten muss und so weiter und so fort. Ne? Kann natürlich tun, wer da lustig drauf ist. Und das ist ja alles völlig jedem selber überlassen. Nur so ein bisschen Nahrungsmittel daheim rumstehen haben und vielleicht auch einen etwas haltbareren Vorrat, um den man sich dann auch mal eine Zeit lang nicht kümmern muss. Das kann ja vielleicht ganz sinnvoll sein. So, und meiner Meinung nach, und da bin ich auch nicht ganz alleine mit, ist so die einfachste Methode, sich einen kleinen, simplen und doch auch nicht besonders teuren Notvorrat daheim anzulegen. Tatsächlich die gute alte Konservendose, hier ein Beispiel. Das sind diese 800 Gramm Konservendosen, die sind so genormt, da ist immer 800 Gramm drin in diesen großen Dingern. Der Inhalt besteht zu gewissen Teilen aus Wasser. Und dann sind es meistens irgendwelche Eintöpfe, Bohneneintopf, Erbseneintopf, Kartoffeleintopf, Linseneintopf, sucht euch was aus, Wirsingeintopf gibt es auch noch, die kosten je nachdem, wo man sie kauft, irgendwas zwischen 70 Cent. Vielleicht findet man auch noch mal was Billigeres irgendwo und 2 bis 3 Euro, wenn es jetzt meinetwegen Hackbällchen in Jägersoße oder sowas sein soll, was einfach einen hohen Fleischanteil mit sich bringt und dann noch in einer recht vernünftigen Qualität, wie ich finde, angeboten wird, dann ist man halt dann schnell auch gar nicht mehr so billig. Und das sind so Standardkonservendosen, von denen kann man sich ja pro Nase meinetwegen 20 Stück irgendwo hinstellen und pro im Haus lebende Nase. Und das ist nicht besonders fancy, aber
einfach und auch günstig, wenn man drüber nachdenkt, dass so ein Döschen halt eben 1 Euro kostet. Da kann man sich für jetzt lass es 20 Euro sein, eben für 2 Wochen pro Nase Notversorgung an Essen irgendwo im Hause deponieren. Ja? So, das ist also die simpelste, einfachste, meiner Meinung nach, Lösung. Und wenn man dann noch, sage ich mal, einmal im Jahr oder zu einem bestimmten Monat mal guckt, welche meiner Dosen laufen denn demnächst ab, dann kann ich die ja mal vielleicht sogar im regulären Fall mal aufessen oder mal mit in den Wald nehmen und mir im Wald halt mal eine Dose heiß machen, sodass man nur eine davon schleppen muss oder zwei. Dann geht das ja auch noch. Ganzer Rucksack voll wird irgendwann schwer. Ja, und was das Wasser angeht, das ist ja auch nochmal ein Thema, das nicht vernachlässigt werden darf, da sagen die meisten, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, dass man sich genauso gut Sixpack, 1,5 Liter PET-Flaschen irgendwo, wo es dunkel ist, wohlgemerkt, im Hause irgendwo hinstellen kann und ist dann auch versorgt. Die haben auch eine Haltbarkeit, offiziell wahrscheinlich nur 1,5 oder sowas Jahre, tatsächlich locker 5, locker, ist überhaupt kein Problem, da kann nichts reinkommen, was da irgendwie das Wasser verkeimen oder sonst wie könnte. Wenn man sich jetzt Sorgen macht wegen irgendwelchen Weichmachern aus der PET-Flasche, das ist nach aktuellem Kenntnisstand kein Thema, auch nicht bei längerer Lagerung. Das kann ein Thema werden, wenn da noch enorm viel Hitzeeinwirkung zusätzlich auf die Flaschen einwirkt. Das kann auch ein Thema sein, vielleicht über sehr langfristige Lagerung. Aber wenn man nach sehr langfristiger Lagerung trotzdem noch was zu trinken hat, ist, glaube ich, was trinken, das ein bisschen Weichmacher enthält, immer noch besser als gar nichts zu trinken, weil dann ist man tot. Ne? Also so sehe ich das, da gibt es aber auch noch Alternativen, man kann sich auch noch fassweise das Zeug daheim hinstellen, dann noch regelmäßig Mikropur zum Beispiel reinschmeißen, also das normale Mikropur, nicht Mikropur Forte und, da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Wasserfrischhaltern, Wasseraufbereitern etc. pp. Oder dass man halt im Krisenfall, wenn die Krise losgeht, sich 17 Wasserbeutel, die man daheim im zusammengefalteten Zustand rumliegen hat, erst voll macht und da jeweils noch ein bisschen Chlor reingibt und all solche Möglichkeiten, da gibt es reichlich, aber ich persönlich mache es so, dass nachdem ich auch mal mehr Kram rumstehen hatte und dann irgendwann die Mottenplage ausgebrochen ist und sich über diesen Kram hergemacht hat und mir der Aufwand dann einfach zu viel ist, alles einzeln einzuschweißen und minutiös zu katalogisieren, was jetzt wann wie eingeschweißt wurde und dann jetzt wie lange da rumliegt. Und wer das machen möchte, top, tip, top, ja, ganz super. Aber für mich war wirklich dann das Simpelste, man stellt sich so ein paar Dosen einfach irgendwo hin und hat irgendwo noch einen größeren Wasservorrat. Und dann hat man das Minimum an Notfallvorsorge, mal abgesehen von Outdoor-Ausrüstung, die sowieso da ist. Also ich kann jederzeit problemlos von jetzt auf gleich mal für ein paar Tage im Wald verschwinden und das habe ich ja sowieso alles daheim. Ja. Von daher, ja, das ist so die simpelste Variante, wie ich finde, und die günstigste. Kostenpunkt, ja, mit Wasser 30, 40 Euro pro Person, dann steht das da rum und dann hält das halt 3 Jahre und dann muss man nach 3 Jahren halt nochmal alles auffressen bzw. austrinken und nochmal 40 Euro in die Hand nehmen und hat dann wieder einen Notvorrat, der wieder so 3 Jahre hält. Ne? So, alternativ. Und darum geht es mir ja jetzt. Gibt es eben diese käuflich zu erwerbenden Notrationspakete eben von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Websites. Ich habe mich jetzt halt eben für Ration One hier entschieden. Das ist die erste, die mir entgegengesprungen ist, als ich das Thema gegoogelt habe. Und da haben sie mehrere Pakete. Da haben sie zum Beispiel diese Säcke. Ja? Und diese Säcke, Motorrad. Diese Säcke enthalten, je nachdem, was für einen Punkt die hier haben, ob das jetzt ein grüner, ein gelber oder ein roter ist, mehr oder weniger Kalorien. Ich meine, irgendwie grüner Punkt wären 1500 Kalorien und das ist als Tagessack gedacht für halt eben geringe Belastung, wenn man nicht viel rumläuft oder sagt, oder man hat genug Speckreserven, was in meinem Fall ja durchaus zutreffen würde. Und
Der gelbe ist, glaube ich, 2000 Kalorien und der rote dann 2500 oder 3000, eben für hohe Belastung, wenn man vorhat, mit so einem Sack dann quasi die Alpen zu überqueren oder was auch immer. Ne? Also das ist so, so habe ich das zumindest verstanden, das ist so die mobile Notversorgung für einen Tag. Ein so ein Sack kann man sich dann in den Rucksack stopfen. Die sind, je nachdem, der ist mehr oder weniger, der ist leer, ne? Ich habe da auch schon einiges von gegessen, aber die haben mehr oder weniger dieses Format und es ist egal, welche Sorte Sack man nimmt, die sind alle so groß. Die sind halt nur unterschiedlich prall gefüllt. Das macht den Knackpunkt aus. So, und hat gekostet, glaube ich, 15 Euro, könnten auch 16 gewesen sein, irgendwie sowas um den Dreh. Da dachte ich mir, das ist für einen Tagessack an Trekkingverpflegung, also an wirklich auch leichter, mitschleppbarer Nahrung, gar nicht mal so schlecht. Das ist auch tatsächlich recht günstig. Auch wenn man das mit anderen Trekking-Gerichten, sage ich jetzt mal, vergleicht, zum Beispiel Track and Eat oder Chef of the Beaten Track oder, ach, lasst euch was einfallen, da gibt es inzwischen alles Mögliche. Ja, und was ich jetzt erwartet hatte, als ich das eingekauft habe, gut, da steht hier drauf, Fruchtmüsli, Hühnerrisotto mit Gemüse und Nudeln in Kräutercreme, dazu ein Ergänzungspaket, das kann ich euch kurz zeigen. Das hier ist ein Ergänzungspaket, finde ich marketingtechnisch echt eine tolle Idee. Da ist drin, gucken wir mal rein, 2x so ein stinknormaler Jakobskrönungskaffee-Stick. Ne? Ich habe mir sagen lassen, da sei einer für 150 bis 100 Milliliter Wasser, je nachdem, wie intensiv man das halt eben haben möchte. Dann sind drin drei Erfrischungstüchlein. Gut, über Sinn und Zweck von Erfrischungstüchlein darf man jetzt sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Wenn du sonst nichts hast an Hygiene, dann sind Erfrischungstüchlein vielleicht wirklich gar nicht mal so übel, sage ich jetzt mal. Ne? Zweimal schwarzer Tee Messmer Classic, das ist auch ganz in Ordnung. Dann haben wir Zucker, nochmal Zucker, Kaffeeweißer, 2x Kaffeeweißer. Ich vermute mal, dass das sowas Ähnliches sein wird wie Milchpulver. Mal gucken, ob da irgendwas draufsteht. Enthält Milch. Ja, das war's. Ich glaube, das ist einfach nur Milchpulver. Milchpulver in Stickform. Was für meine Frau, freut sie sich bestimmt drüber. Und wir haben 2x Salz in so kleinen Röhrchen und 2x Pfeffer und das war das Ergänzungspaket. So, und jetzt finde ich das Marketing, dass da dieses Ergänzungspaket dabei ist, ganz großartig, weil für mich persönlich ist so ein zusätzliches kleines Zeug ist irgendwie ein Mehrwert und da freue ich mich irgendwie drüber und finde das toll, dass das da dabei ist. Obwohl das im Grunde nichts kostet, insbesondere bei den Mengen, die davon wahrscheinlich einkaufen, dürfte das, keine Ahnung, 1000 solche Salzsticks kosten vielleicht 2 Euro, was weiß ich, im Einkauf. Das dürfte also wirklich quasi keine Kosten verursachen für den Hersteller, die ja dann trotzdem natürlich nochmal aufs Produkt umschlägt. Und erhöht aber irgendwie den Value dieser Tüte. Ja? So, und dann war da drin, und das wiederum finde ich jetzt blöd, weil das konnte ich vorher nicht sehen auf der Website. Da steht wohl auf der Website, es gibt Fruchtmüsli, Hühnerrisotto mit Gemüse, Nudeln und Kräutercreme. Man kann sich auch jeweils die Zutaten zu den einzelnen Gerichten durchlesen. Was man allerdings nicht erfährt, bis man es kauft, ist, ich dachte, das wären irgendwelche eigens hergestellten Trekking-Mahlzeiten, sowas in diese Richtung, also irgendwas ganz Neues, was ich noch gar nicht kenne. Und dann ist es Travel Lunch. Jetzt ist Travel Lunch gar nicht mal so übel, ja? Also beziehungsweise genauso gut oder schlecht wie die meisten anderen dieser Outdoor-Tütenfutter, zu denen ich auch schon häufiger mal was erzählt habe. Aber es ist halt einfach, es gibt auch kein Produktfoto. Produktfoto gibt es nur von dieser Tüte. Ja? Dass da einfach Travel Lunch drin ist, das verschweigen sie. Und das finde ich wirklich ein bisschen frech und ein bisschen... Ja, es wird in Ordnung sein rechtlich, ja, weil sie ja alle Angaben machen, was da in den jeweiligen Tüten drin ist und so. Aber das Wörtchen Travel Lunch wird halt eben mit keinem Piep erwähnt und dann hat man als erfahrener Outdoor-Mensch, der jetzt eben denkt, er hätte da mal was Neues entdeckt und zu vergleichsweise günstigen Preisen, weil Travel Lunch ist eine der günstigsten aufreißen, heiß Wasser rein, essen, fertig Tüten, die es gibt.
Ja, da habe ich mir, da fühle ich mich ein bisschen verkackeiert, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Ja? Rechtlich gesehen, wie gesagt, völlig in Ordnung wahrscheinlich. Und das ist auch das Einzige, was noch übrig ist, nämlich dieses leidige Müsli. Ich finde es immer ziemlich bekloppt, sich Müsli in Form von diesen Tüten zuzulegen, die Nudeln mit Kräutersoße und das Risotto, was da drin gewesen ist. Also genau, auch solche Tüten sehen 1:1 genauso aus. Das Einzige, was sich immer unterscheidet, ist die Rückseite, dass hier nämlich draufsteht, was drin ist. Und ansonsten sehen die Tüten alle gleich aus. Wiegen plus minus auch immer dasselbe, circa 125 Gramm. Plus minus mal 2-3 Gramm, aber viel Abweichung ist da nicht. Ja, und das, die reißt du auf, kippst da heißes Wasser rein oder im Fall von Müsli kaltes Wasser und dann hast du halt dann eine fertige heiße bzw. kalte Mahlzeit, nachdem das dann 10 Minuten gequollen ist. 15 Euro für 3 solche Tüten ist an sich, in Anbetracht dessen, dass man ja noch das Bonuspaket bekommt oder das Zusatzpaket und diesen schönen, formschönen Sack, ja, mit, der ist auch wieder verschließbar, das ist ein Ziplock-Beutel. Ist das eigentlich ganz in Ordnung? Ja, mal im Ernst, das ist schon ganz okay. Das sind circa 5 Euro pro so einen Sack. Das ist ein normaler Marktpreis. Ja, also man wird da schon nicht über den Tisch gezogen. Ob das jetzt allerdings Sinn macht, sich sowas zu kaufen, das möchte ich jetzt nochmal dahingestellt sein lassen. Ich habe ja schon mal gesagt, diese Trekkingtüten essen, die sind so teuer, dass die für mich keinen Sinn mehr ergeben und ich die eigentlich nicht mehr benutze. Jetzt hatte ich halt welche, jetzt habe ich sie auch aufgegessen, beziehungsweise das hat mir dabei geholfen. Aber eigentlich im großen Stil möchte ich die nicht mehr kaufen. Warum? Weil da sind auch nicht mehr Kalorien fürs Gewicht drin als in Knorr-Spaghetti oder was auch immer, irgendwas aus dem Supermarkt. Der Unterschied besteht nur darin, dass die hier eben in diesen praktischen Beuteln sind, wo sie gut drin verschließbar und dann gut ziehen können, auch im Beutel und generell auch recht schnell ziehen. So Knorr-Spaghetti-Zeug und so weiter und so fort braucht recht lange, bis es durchgezogen ist, beziehungsweise wenn man es vor Ort kochen möchte, dann muss es mal noch 10 Minuten kochen und solche Späße. Und das braucht natürlich zusätzlichen Brennstoff. Das kann ein Thema sein und lediglich eben bei der Ziehzeit bzw. der Einfachkeit der Zubereitung, ja, ergibt sich ein Vorteil durch diese Sackgerichte, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Aber die sind so viel teurer als Alternativen, dass man sich da sehr kloppen kann, ob man das denn jetzt nun haben möchte oder nicht. Ich würde nämlich eben sagen, das macht nicht wirklich Sinn. Achso, und wenn man was haben will, was schnell zieht, man kann sich auch beispielsweise 5-Minuten-Terrinen, muss ja nicht unbedingt die sein, da gibt es ja auch noch günstigere Varianten von No-Name-Herstellern, davon kann man sich auch, die kann man sich auch in der Tüte zusammenkippen. Da muss es ja nicht dieser Becher sein, in dem die standardmäßig drin sind. Oder man hat mal sich eine so eine Tüte gekauft oder auch 2 oder 3 oder 4 oder 5 und recycelt die halt jedes Mal und verwendet die nochmal. Das geht übrigens auch, wenn man sie schön sauber macht. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man das erheblich billiger hinkriegt. Aber alles in allem, diese Pakete, ja, das ist schon in Ordnung. Ja, ist schon in Ordnung. Muss nicht sein. Aber das war auch nicht so sehr das, was mich so angelacht hat und was ich so gerne haben wollte. Das waren eben mehr diese Kartons. Ja? Denn diese Kartons, die sind ähnlich wie so ein Sack, nur halt eben nicht zum Mittragen, sondern zum tendenziell eher daheim deponieren, eben für die Krisenvorsorge zu Hause, sind diese Kartons gedacht. Und ein so ein Karton soll eben für eine Person einen Tag Futter darstellen. So. Und da können wir uns jetzt mal fragen, was da drin ist und uns mal ein bisschen damit beschäftigen, inwiefern, also ich zeige euch das mal. Das sieht dann ungefähr so aus und da haben wir dann standardmäßig, also in diesen EPA-Paketen, vielleicht gibt es da noch andere, aber die meisten, die ich gesehen habe, haben ein Hauptgericht. Das wäre in diesem Fall, wie kann es anders sein, da ich das bestellt habe, Currywurst. Ja. Dann einen, da bin ich gespannt, muss ich sagen, hier Roggenmischbrotscheiben. Das soll wohl was anderes sein als das ewig gleiche Dosenbrot, das man schon 17.000 Mal gesehen hat, das man so auch im Supermarkt bekommt. Es soll, also soll was anderes sein, weiß ich nicht, ob es das auch ist. Und einen Dosenkäse, den finde ich auch hochgradig interessant.
auch für generelle Outdoor-Touren, weil man ja auf Touren leider wenig Möglichkeit hat, wenn es heiß ist, Käse mitzuführen. Ja, der verdirbt relativ schnell. Wenige Ausnahmen gibt es, zum Beispiel sehr, sehr dehydrierten, geriebenen Hartkäse, also Parmesan in günstig beispielsweise. Der wäre sehr lange haltbar, wenn man sich den in kleine Tütchen vakuumiert. Dann kann man den auch auf eine 14-tägige Tour mitschleppen, selbst wenn es heiß ist. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit sind sogenannte Bremsklötze. Das sind diese auch ungekühlt im Supermarkt zu findenden kleinen Käseecken, ich kann das jetzt nicht besser beschreiben, die gibt es dann meistens noch mit ein bisschen Paprika drin, mit ein bisschen Salami, Schinken, Kräuter, was da alles gibt. Man kann sich streiten, ob das echter Käse ist. So, und ansonsten habe ich jetzt bisher wirklich nur diese Dosenkäse entdeckt, die halt ein echter Käse, wenn man jetzt Gouda als echten Käse akzeptiert, enthalten. Und ja, also das finde ich ist eine sehr interessante Sache, habe ich auch noch nicht aufgemacht, ne, und habe keine Ahnung, was mich da erwartet, ist 10 Jahre haltbar. Das ist hier spannend, weil das hier ist auch 10 Jahre haltbar und das hier ebenfalls 10 Jahre haltbar. Und dass alles 10 Jahre haltbar ist, ist halt schon ein Thema und unterscheidet dann auch eben diese 16 Euro teuren Tagesrationen von der stinknormale Konservendose aus dem Supermarkt Lösung, weil eine normale Konservendose aus dem Supermarkt ist im Regelfall ab Herstellung 3 Jahre garantiert haltbar, ne? Also das berühmte Mindesthaltbarkeitsdatum. Natürlich können das auch 30 Jahre sein, aber das garantiert einem keiner. So, und hier garantieren sie einem eben 10 Jahre, beziehungsweise das Brot. Ja doch, auch das Brot. Auch das Brot ist 10 Jahre haltbar. Mindestens, das kann ja vielleicht ein Thema sein für jemanden, der sagt, ich möchte meinen Notvorrat jetzt anlegen, dann möchte ich mich die nächsten 10 Jahre nicht drum kümmern müssen. Und dann ist der da und wenn ich es vergessen habe und wenn ich irgendeine Krise im Leben habe und habe nie mehr Lust, mich mit der Thematik zu beschäftigen und trotzdem ist der da und liegt da in der Ecke und wenn dann die Krise oder was auch immer kommt, dann habe ich den. Für so Leute könnte das ja ein Thema sein. Ne? Nur so als Idee. Muss ja nicht, aber könnte. Dann gibt es 5 von diesen Beuteln. Das ist Wasser. Ja, Wasser im Beutel. Wasser im Beutel ist sicherlich etwas, daran werden sich jetzt die Geister scheiden. Ich probiere mal. Tatsächlich, Wasser. Ist leicht geklort, schmeckt man so gut wie nicht raus. Wenn man es nicht lesen würde auf der Packung, dass es geklort ist, würde man, glaube ich, es gar nicht rausschmecken. Und entsprechend schnell ist der dann auch leer. Ne? So, was zum Geier soll man mit einem Beutel mit 100 Millilitern Wasser anfangen? Also meine persönliche Idee, ich habe mir sowas auch schon mal gekauft, 10, also ein Liter, also 10 Beutel a 100 Milliliter, weil die Idee war, dass ich das unten in den Rucksack schmeiße, dann vergesse, dass ich es jemals da reingeschmissen habe und wenn ich mal in einer Situation komme, in der ich wirklich wahnsinnig Durst habe, dann habe ich auf diesem Wege noch was zu trinken dabei. Ich habe solche Beutelchen auch, also nicht die hier, sondern eben eine andere, das ist in jedem Fall einfach Wasser, Wasser ist tatsächlich Wasser. Hatte ich auch schon dabei auf Konzerten, einfach mir ein paar davon in die Hosentasche gesteckt, bei ja, sündhaft teuren Getränkepreisen da vor Ort, sofern man die da überhaupt reingeschmuggelt bekommt. Das ist ja nochmal eine andere Frage, ob einem das gelingt. Und ja, das war dann halt einfach auch eine Möglichkeit zum Geld sparen, weil wenn ich eh kein Alkohol trinken will, dann sehe ich nicht ein, dass ich für eine Cola oder für irgendwas Vergleichbares oder auch für ein Wasser 5 Euro ausgebe für einen halben Liter. Zum daheim Einlagern halte ich das bestenfalls für unterhaltsam, zum Freunde vom eigenen Wahnsinn überzeugen oder Nee, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wofür die sonst gut sein sollen. Also wenn die jetzt schon da mitgeliefert sind, dann werde ich die jetzt auch irgendwie wieder mal unten in den Rucksack werfen und dann halt mal irgendwann, wenn mir sonstiges Trinken ausgeht, habe ich dann halt noch einen letzten Schluck sozusagen. Aber 100 Milliliter, was ist das? Ich brauche am Tag unter normalen Bedingungen, wenn ich nicht groß wandern gehe oder sonst wie, trinke ich meine 3 Liter. Wenn ich viel wandern gehe oder sowas, dann trinke ich gerne mal 4. Und wenn es heiß ist, bolle heiß im Sommer, dann sind es auch mal 5. Was soll ich da mit 100 Millilitern?
Kindern, die ich jetzt noch als eiserne Ration dabei habe, retten die mir jetzt das Leben, wenn dann nur sehr kurz. Also kann man sich schon fragen, muss das sein? Und die kosten natürlich auch Geld, die Dinger. Und da wäre es mir lieber, wenn der Quatsch nicht drin wäre. Dafür die Box ein bisschen günstiger. Das wäre mir definitiv lieber. Weil auch als Krisenvorsorge, das sind 5 Beutel, also 500 Milliliter Wasser. 500 Milliliter Wasser am Tag reichen dir nicht. Du musst eh noch ein zusätzliches Trinkwasserlager in irgendeiner Form einrichten. Und daher kann man dann auch diese 500 Milliliter darauf verzichten. Gut, dann ist da wieder ein Utensilien, bzw. ein Zusatzbeutel dabei. Der unterscheidet sich jetzt vom anderen ein wenig. Und zwar in dem da noch was weiteres hinzugefügt wurde. Moment. Also da sind auch wieder Kaffee, Salz, Erfrischungstüchlein und so weiter und so fort dabei. Aber eben auch ein Honig. Hier, ein Honig. Das finde ich schön, muss ich sagen. Ja? Weil wir haben in diesem Paket ja auch ein Brot. Ist das jetzt? Ja. Und dann macht ein Honig und ein Brot, ja, das kann man schon zusammen verwenden. Ne? Außerdem gibt es so eine kleine Konfitüre, Schwartau Extra Sauerkirsche. Ist auch in Kombination mit dem Brot durchaus ein Thema. Und warum ist das da drin? Naja, theoretisch soll das ja für den ganzen Tag sein. Und das ist das Frühstück. Also das Frühstück beinhaltet einen Teil des Brotes mit eben diesem Zeug. Und vielleicht noch, ich weiß nicht, für wann der gedacht ist, aber es gibt auch noch diesen Keks. Ja, beeindruckend. Ja, Vanillekeks ist ganz lecker. Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Palm natürlich, Glukosesirup, Bachtriebmittel, Haufen anderer Kram. Ganz Spuren von Mandeln, Eiern und Soja enthalten. Genau, also das war der Keks. Hätte man sich jetzt vorher noch Honig drauf schmieren können. Ja, ist dabei. Ich habe nämlich auch noch bestellt die Not-Not-Not-Ration von Ration One. Das sind, vielleicht erinnert ihr euch an Energy 5, hatte ich mal ein Video zu gemacht. Das sind quasi so wirkliche Not-Not-Rationen. Also wo man wirklich nur Kalorien quasi in kompaktester Form verpackt hat, so lang haltbar wie möglich und ein reines Nahrungsmittel, um quasi den Krieger am Kriegern zu halten. Ne? Beispielsweise mit, also für Astronauten, für Seefahrer, für Soldaten, für Polarforscher, für solche Sachen. Ja? Oder halt auch für den Zivilisten, der das irgendwie lustig findet. Also mich. So, ist in solchen Beutelchen verschweißt, schön vakuumiert, macht einen sehr hochwertigen Eindruck von der Verpackung her. In den Dingern ist drin, also all diese Notrationsriegel, ja, die sind plus minus immer irgendein Weizenkomprimat. Heißt, man nimmt da mehr oder weniger gebackenen Weizen, presst den zu Barren zusammen, schmeißt dann noch Zucker, Fett in Form von Öl zum Beispiel dran und je nach Ausführung werden dann noch Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Ich finde das ganz gut, wenn das der Fall ist. Hier ist es so. Da ist nämlich also zusätzlich jetzt noch drin Calcium, Eisen, Zink, Selen, Vitamin A, D, Thiamin, was immer das ist, Riboflavin, Vitamin B6, B12, Vitamin C, Jod und Niacin. Das jeweils in relativ geringer Dosierung, aber man mampft davon ja auch nicht nur 100 Gramm, sondern tendenziell die ganze Packung. Und wenn man die ganze Packung mampft, dann kommt man da auch, ja, auf einen gewissen Anteil der empfohlenen Tagesdosis. Also ich würde mal sagen, die Menge, die hier drin ist, reicht auf jeden Fall aus, um, wenn man sich nur von sowas ernähren sollte, aus welchem Grund auch immer, dass man keine Mangelerscheinungen an den genannten Dingen bekommt. So, machen wir mal auf. Also hier ist ein Einreißerchen und hier ist ein Einreißerchen. Ich reiße mal. Aha. Ja, und dann kommt zum Vorschein. Das riecht gar nicht mal schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich mal besser schmecken als der Standardkram. Nochmal 2 Pakete, die so verpackt sind. Die würde ich jetzt so nicht ewig lange la... Ah, okay, nee, es sind 4. Es sind 4 so Einzelriegel.
Die sind auch nicht mehr unterteilt, die sind also wirklich so groß und man kann die natürlich zerbrechen, aber haben keine Sollbruchstelle. Finde ich gut, dass die noch einzeln eingeschweißt sind, also wirklich eingeschweißt. Ich habe auch schon gesehen, dass die einfach nur noch ein blödes Papier drum gewickelt haben, das bei jeder Gelegenheit gleich abgeht. Also so sind, kann man die sich auch nochmal in die Hosentasche stecken oder was. Für die Langzeitlagerung dann sicherlich nicht mehr geeignet, aber zum kurzfristigen Transport sollte das kein Problem sein. Oh, ja, gar nicht einfach aufzukriegen, so ohne. Ah! Und dann explodiert's und fliegt überall rum. Sehr süß. Ja, aber definitiv viel besser als Energy 5. Fast schon, also gut. Ich bin, was so ein Zeug angeht, ist wirklich keine Instanz, die man ernst nehmen muss, was Geschmack angeht und so weiter und so fort. Aber ich finde die echt lecker. Also ich finde, Energy 5 kann man essen. Im Vergleich dazu sind die hier echt lecker. Also deutlich besser als Energy 5. Wer sagt, man kann Energy 5 überhaupt nicht essen, der hat vielleicht hier was gefunden. Aber deutlich süßer. Also so für den Langzeitverzehr hat man halt... Da müsste man halt über Tage nur was Süßes essen. Ich finde das bei Energy 5 ganz angenehm, dass die recht neutral sind. Zwischen süß und nicht süß. Ne? Also süß und salzig in Anführungszeichen. Die hier sind schon deutlich eine Süßspeise quasi. Echt fast schon lecker. Also das ist cool. Das ist cool, das bereue ich nicht. Ich habe noch eine zweite Packung. Das ist echt cool. Ja, man kann so ein Zeug übrigens auch verbröseln. Und mit ein bisschen Wasser oder Milch aufgießen, dann kriegt man einen Brei. So ein Brei kann ganz lecker sein, wenn man da noch ein bisschen Zimt oder noch ein paar Beeren oder Ähnliches reintut. Je nachdem, wenn man in der Natur noch was findet, womit man das ergänzen kann, ist das dann eine ganz lustige Sache und kann echt ganz cool sein. Also, die überzeugen mich. Das überzeugt mich jetzt im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wohlgemerkt. Ne? Ob man jetzt generell sagt, das ist völliger Schwachsinn, ist in Ordnung. Das steht euch natürlich frei, aber im Vergleich zu Konkurrenzprodukten finde ich die wirklich, wirklich, wirklich cool. Auch tolle Verpackung, schmeckt gut. Preis war auch in Ordnung. Hab vergessen, was die kosten, blende ich euch ein. Das ist cool. Doch. So, wir machen mal das Brot auf. Das Brot besteht zu 60% aus Mehl und zwar 70% Roggen, 30% Weizen. Dann ist ein bisschen Wasser drin, Hefe, Judithes Speisesalz, Säuerungsmittel, Milchsäure, Ende. Ja, also das ist tatsächlich eine Zutatenliste. Da hat man schon Brote bei Bäckern gesehen, die mehr E und sonstige Nummern enthalten. Ja, lässt sich einfach öffnen mit dem Öffnungsdingens hier. Und ja. Also sieht schon aus wie tatsächlich echtes Brot. Ja, auch, also auch würde ich jetzt sagen, sieht fast besser aus als das normale Dosenbrot, das man so kennt. Das habe ich hier gerade ausnahmsweise mal kein Messer am Mann. Aha, ja, beinahe. Also das sollen angeblich Brotscheiben sein. Brösel. Ja. Gewisser Volumenverlust beim Versuch entnommen zu werden. So sieht das dann seitlich aus. Und ja doch, das sind drei Scheiben irgendwie. Die kleben aber derart zusammen, dass ich die jetzt ohne Hilfsmittel gar nicht auseinander bekomme. Ja, okay. So schaut das aus. Schmeckt. Das ist definitiv Brot. Ja. Ja. Also das ist auch nicht Dosenburger-Niveau. Ja. Für die Leute, die sich erinnern, nee, das ist definitiv ein, schmeckt wie normales Brot, muss ich sagen. Ja, es gibt vielleicht besseres Brot auf der Welt. Brot ist ja ohnehin eine sehr individuelle Angelegenheit, aber das ist in Ordnung. Ja, das ist völlig in Ordnung. Bisschen schwierig in der Handhabung, sage ich mal, aber das kann einem ja dann für eine Notsituation, ist das ja völlig egal, ob das da gut rausgeht oder sonst irgendwie, Hauptsache es schmeckt. Und ja, das war also das Brot. Doch, ich finde das auch erheblich leckerer als diese ewigen Pumpernickel, die man aus diesen Dosen kennt. Ja? Also dieses Vollkorn-Schwarzbrot oder wie man das auch immer nennen möchte, was wirklich so sehr körnig, sehr intensiv im Geschmack, so eine leichte Feuchtigkeit, das ist auch trockenes Brot. Ja? Also wirklich so wie man normales Brot, was man beim Bäcker, also was man aus der Tüte, in der Tüte kauft, ne? So wie man das kennt. Also da muss ich gegenüber den Dosenbroten, die ich sonst so kenne, wirklich sagen, das sind schon
das ist schon ein deutlicher Qualitätssprung. Ja, also viel besser. Viel, viel, viel besser. Okay, jetzt muss ich ja zum Brot natürlich noch was dazu essen. Und da ich Honig und Konfitüre ungefähr einschätzen kann, das sind ja bekannte Marken, machen wir mal noch den Käse auf. Mhm. Oho. Aha. Ja, jetzt brauche ich doch ein Messer. Ich hole mal schnell ein Messer. Der hat so eine leicht, er sieht oberflächlich feucht aus, ist auch ganz, ganz leicht, aber es ist nicht so, dass jetzt hier die Brühe rauslaufen würde oder sowas. Ich schneide da mal ein Stückchen raus. Doch das gestaltet sich wahrscheinlich gar nicht so einfach, den dann aus der Dose rauszubekommen. Also die Darreichungsform Dose ist schon so ein bisschen, ja, einfach in der Handhabung schwierig. Aber das ist jetzt so ein Stück von diesem Käse. Der ist recht salzig, schmeckt aber sonst nach Gouda, ja. Also das ist schon, das scheint schon tatsächlich Käse zu sein. Schweizer sind ja generell zum Beispiel der Meinung, dass Gouda nicht wirklich ein Käse ist. Aber jetzt mal abgesehen eben vom persönlichen Geschmack, ob man jetzt Gouda mag oder nicht, würde ich schon sagen, dass man das hier als Käse akzeptieren kann. Und wenn man jetzt auf Tour wäre, also besser als Bremsklötze in Anführungszeichen, würde ich schon sagen, ist der. Und ich glaube, auf Tour wäre das echt lecker. Ja, wenn man so ein paar Tage in der Wildnis unterwegs ist und dann kann man sich eine Dose mit echtem Käse, wenn schon auch, ja, mit etwas Brot. Also nach längerem Gekaue kann ich bestätigen, dass der Käse tatsächlich relativ salzig ist. Der macht ein bisschen Durst. Wahrscheinlich liegt das daran, dass man ihn eben auf diesem Wege dann haltbar gemacht hat. Zutaten Gouda, 48% Fett in Trockenmasse, mit mikrobiellem Lab hergestellt, von Natur aus laktosefrei. Ist also kein Salz zugesetzt, aber der schmeckt wirklich ziemlich salzig. Ja, das wird dann halt eben in der Art und Weise der Herstellung begründet sein. Aber wenn das nicht stört, wer gerne salzig mag, dann würde ich schon sagen, schmeckt der ganz gut. Ansonsten müsste man halt ein bisschen mehr zu trinken. Ich finde ihn fein. Doch, das ist in Ordnung. Das kann man essen. Ist jetzt nichts, was ich mir für daheim unbedingt kaufen würde. Da gibt es dann vor allen Dingen günstigere und vielfältigere Käsealternativen. Aber so für auf Tour ist der toll. Ja, und dann bleibt noch die Currywurst. Das ist natürlich der spannendste Teil. Die muss ich mir noch schnell heiß machen. Folgendes. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Hier steht jetzt drauf, erstens mal der Fleischanteil in der Dose ist 50%. Das ist sehr hoch, würde ich sagen, vergleichsweise, ne, mit anderen Dosen. Darf man bei dem Preis allerdings natürlich auch erwarten. Also, es gibt keine E-Nummern, keine offensichtlichen Konservierungsstoffe oder sowas. Ja, ein bisschen natürliches Aroma. Natürliches Aroma ist drin, aber sonst scheinen das relativ vernünftige Zutaten zu sein. Zubereitung wahlweise den Inhalt der Dose in den Topf, das mache ich jetzt, oder alternativ Dose ins Wasserbad und ziemlich lange heiß werden lassen. Da damit das einfach zu lange dauert, gebe ich jetzt den Inhalt in den Topf. Hier haben wir einen Topf. Machen wir mal auf. Oh, aha. Recht flüssig. Ja, ich glaube, man kann es erahnen. Hier Topf, da rein. Das geht jetzt mal wenigstens einfach aus der Dose raus. Das ist das erste Produkt, mit dem ich nicht Mühe habe, es aus der Dose rauszubekommen. Ich habe auch schon die Spaghetti Bolognese probiert, die Nudeln Bolognese probiert von eben diesem Ration One Zeug. Die waren sehr gut, muss ich sagen. Riecht fein. Das scheint so eine Art Bockwurst zu sein. Und ja, hier ist der Gaskocher. Und dann mache ich mir das mal heiß. So, Wurst ist heiß. Ich teste mal, verköstige mal. Also Soße könnte, ihr seht, die ist relativ dünnflüssig, ne? Das könnte für meinen Geschmack, dürfte die sehr gerne sehr viel dickflüssiger sein. Aber das ist Geschmacksfrage natürlich. Mm-mm. Nee.
Nee. Also mit Currywurst hat das nichts zu tun. Nee, also ich kenne ja viele Currywürste auf der Welt. Und ich esse ja wirklich super, super gerne Currywurst. Und wie kriege ich jetzt ein Stück Brot ab, dass man einigermaßen griffbereit haben kann? Aber nee, das überzeugt mich überhaupt nicht. Die Wurst an sich ist qualitativ ganz gut, die Soße ist nix. Die Soße ist echt nix. Viel zu dünn, viel zu wenig Geschmack. Das ist quasi Wurstsuppe. Ja, nee, also echt nicht. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie alle Gerichte von Ration One schmecken, keine Ahnung. Mit Brot geht's und die Suppe an sich, ist das Suppe? Als Suppe ist die nicht mal schlecht, aber das hat mit Currywurst nichts zu tun. Nein, also das tut mir jetzt leid, aber das ist die am wenigsten befriedigende Dosen-Currywurst, die ich bisher so gegessen habe. Und ich gebe mir Mühe, jede Dosen-Currywurst, die es gibt, zu probieren. So, meine Frau war gerade da und hat auch noch mal getestet. Sie sagt, das Brot ist tatsächlich Brot und schmeckt wie ein Roggenmischbrot. Das ist gut, weil da steht auch drauf, dass es Roggenmischbrot sei. Und da meine Frau einen etwas differenzierteren Gaumen hat als ich, ist das also schon mal ein positives Urteil. So, den Käse, da war sie sich nicht ganz sicher, ob es sich tatsächlich um Käse handelt. Andererseits mag sie auch Gouda nicht besonders, die ist halt Schweizerin, die haben da anderen Käse. Und für einen Schweizer ist ein solcher Käse selbstverständlich wahrscheinlich ein Affront an die Schweizer Kultur, aber Konsistenz ist in Ordnung, die leichte Salzigkeit, leicht bis mittel, ne, findet sie eigentlich ganz angenehm, man müsste halt genug dazu trinken, beziehungsweise hätte dann auch einen Grund, entsprechend genügend zu trinken, weil man davon sicherlich Durst bekommt, geht mir zumindest so, ich krieg langsam Kohldampf und da fehlt erst so viel Käse. Auch das Brot, ich sag mal, es ist nicht gänzlich ungesalzen, also auch das hat genügend. Ne? Also die Salzsticks, die hier beigefügt sind, da muss man schon eine sehr salzliebende Person sein, um die zu benötigen. Zumindest bei diesen Gerichten hier. Frau hat auch die Notriegel hier probiert. Normalerweise hasst sie das Zeug wie die Pest. Den findet sie essbar. Das ist erheblich besser als alle anderen, die ich hier bisher so vorgesetzt habe. Und keksartig. Stimmt, jetzt, ich habe den Rest da noch aufgegessen, also einer ist weg. Und es kommt immer, gerade wenn man länger dran rumbeißt, es hat wirklich was Keksartiges. Es erinnert so ein bisschen an Keks. Ne? Also man möchte da sicherlich nicht den Käse dazu essen. Das würde sich ein bisschen beißen. So, dann die sogenannte Currywurst, die ist jetzt größtenteils aufgegessen. Es erschreckt mich zutiefst, aber das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das hier keine Currywurst ist, weil meine Frau hat sie gemocht. Und meine Frau hasst Currywurst. Ja? Also normalerweise Dinge, die sie nicht mag. Sie sagt immer, sie isst eigentlich fast alles, Ausnahme Currywurst. Diesen Geschmack der Currywurstsoße, das kann sie auf den Tod nicht ausstehen und der ist hier nicht drin. Das heißt, das, was Currywurst zu Currywurst macht und meine Frau sie nicht mögen lässt, fehlt hier. Ja? Würstchen sind in Ordnung, ist aber kein Vergleich zu den Nudeln Bolognese. Die haben wir ja beide gegessen und da waren wir beide der Meinung, das ist erstaunlich lecker, auch ein guter Fleischanteil, Soße, schöne ordentliche Konsistenz und wenn man noch ein paar Tropfen Wasser dazu macht, dann gibt das auch eine recht schön große Portion. Das hatten wir als Arbeitabendessen. Ich habe davor eine 7-stündige Bergtour hinter mir gehabt und das hat mir als Abendessen trotzdem gereicht. Von daher muss ich sagen, das hat sehr, sehr überzeugt. Im Vergleich dazu ist diese Currywurst also wirklich niemals ihr Geld wert. Ne? Also, aber das darf ja variieren und ist natürlich letztendlich auch eine Geschmacksfrage, klar. Alles in allem, ach ja, und soll ich noch darauf hinweisen, sagt Frau, die Verpackung, ne? Dieser Karton hier, der ist etwas übertrieben hochwertig. Also wir werden den Kartons, wir haben da jetzt zwei von, ich hatte nämlich noch einen Viererpack von den Bolognese-Nudeln, ich habe da also auch noch zwei Dosen übrig, ich zeige euch mal irgendwann bei Gelegenheit mal noch eine, wenn sich das ergibt. Aber diese Kartons, die sind übertrieben hochwertig. Warum übertrieben?
Na, das zahlt man sicherlich noch mit, dass die die in so einem schönen, in Anführungszeichen, tollen, ins Regal stellbaren, recycelbaren Karton, also im Sinne von weiter nutzbaren, wenn er leer ist, Karton schicken. Das zahlt man bestimmt mit und das wäre vielleicht nicht unbedingt notwendig. Hingegen schön ist, dass die Verpackung hochwertig ist bei diesen Zubehörbeuteln. Die sind nämlich in einem sehr hochwertigen Ziplock-Verschluss, ne? Sogar mit so einem Öffnen-Schließen-Dingens. Also das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die kann man dann auch nochmal wiederverwerten für was auch immer an Ausrüstung man halt eben gerne wasserdicht verstaut haben möchte. Die werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Gut, das ist es gewesen. Mehr haben wir nicht, außer vielleicht noch ein Erfrischungstüchlein. Ich teste ein Erfrischungstüchlein. Desinfektionsmittelgeruch. Mal ganz was Neues. Habe ich ja noch nie gerochen in den letzten Monaten und Jahren gefühlt. Ja. Also eins ist es ja. Ein Jahr. So. Ja, jetzt fühle ich mich überaus erfrischt. Nee, im Ernst, also wenn man gar nichts anderes hat als Hygiene, kann man sich so ein Ding auch unter die Achsel schmieren. Das ist nicht toll, aber ja, für Notversorgung, ja, meine Güte, paar Erfrischungstüchlein kann nicht schaden. Sind die brennbar? Mal testen. Nee, nicht wirklich. Auch wichtig, 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 ist kein Zunder. ja. Das wäre es gewesen. Ich bedanke mich, dass ihr an dieser für mich höchst spaßigen Veranstaltung teilhattet. Und jetzt wissen wir Bescheid. Kann man also alles essen? Ja? Qualität der Hauptgerichte etwas schwankend, würde ich sagen. Ist das alles viel, 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 viel zu teuer im Vergleich zu sowas? Ja, definitiv ja. Und zumindest die Currywurst würde ich nicht sagen, dass die geschmacklich besser war als zum Beispiel hier so ein Kartoffeltopf. Also der Fleischanteil ist höher. Der Fleischanteil ist signifikant höher. Da waren jetzt bestimmt 200 Gramm Wurst drin in der Dose. Das ist also wirklich ordentlich. Ja. Aber Fleisch allein ist ja nicht alles. Okay, und da jetzt Notverpflegung bzw. Notvorrat-Spezialdosen mit dem Zeug aus dem Supermarkt zu vergleichen vielleicht nicht ganz fair ist und vielleicht von manchen Leuten als gewisser Vergleich von Äpfeln mit Birnen angesehen wird, ja, das kann man schon so sehen, das muss man vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht, falls das jemand tut, habe ich gedacht, ich vergleiche mal zumindest preislich noch einige andere Dinge, die es im Internet so gibt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und zwar sind die FedEx-Dauerwarendosen auch 400 Gramm Dosen, genau wie die Dosen von Ration 1. Und die kosten als Einzeldose 5,85 Euro, während die Ration 1 Dosen, wenn man sie im Viererpack kauft, anders gibt es die nicht, einzeln zu kaufen, also einfach nur eine Dose selber, das geht nicht. Nur in diesem Paket, wie ich es euch gezeigt habe, würden sie dann 6,25 Euro umgerechnet pro Dose kosten. Ja, und das macht sie dann halt sage und schreibe 40 Cent teurer pro Dose als bei FedEx Dauerwaren. Allerdings gibt es bei Ration 1 langfristig, also für größere Bestellmengen, dann auch noch Mengenrabatt. Dann kommen die ungefähr, denke ich, aufs selbe Preisniveau, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht alles im Detail ausgerechnet, weil ich eben nicht ganz, ganz viele davon haben möchte. So, theoretisch kann man zur Krisenvorsorge sich auch BWE-PA einlagern, also das berühmte Ein-Mann-Paket der Bundeswehr. Das gibt es in größeren Mengen, wenn man es jetzt nicht in sehr alt von eBay haben möchte, gibt es das nur mit ähnlichen Artikeln. Also manches ist wohl original, anderes ist ähnlicher Artikel, sage ich jetzt mal. Und das ist sehr, sehr teuer mit 18,99 Euro. Zwar hast du in einem so einem Paket zwar auch viel, viel Essen drin, aber das kann man sich meiner Meinung nach auch adäquat aus dem eigenen Supermarkt daheim zusammenstellen und dann kostet es einen Bruchteil und funktioniert auch ähnlich. Ne? Also das sehe ich nun gar nicht ein. Ich wollte es einfach nur mal so zum Preisvergleich mal mit an die Wand klatschen. Und Dosenbistro-Dosen, da habe ich auch ein paar schon von gegessen, fand die eigentlich immer recht gut. Kann man sich aber auch wieder streiten, ob die, also rein geschmacklich, jetzt den
Entschuldigung, den Mehrpreis im Vergleich zum Supermarkt Konservendosen wert sind. Aber auch die haben eben diese 10 Jahre Haltbarkeit, genauso wie die FedEx-Dauerwarendosen, auch 10 Jahre haltbar. Also diese Sachen hier, die sind alle dahingehend, dass sie deutlich besser vergleichbar als eben Supermarktdose und Langzeiteinlagerungsdose. Ja. Und bei Dosenbistro ist man beim Einzelpreis der Dose schon ein Stückchen günstiger. Je nachdem, was da drin ist, zum Beispiel die 5,45 Euro, das ist, glaube ich, Rindsrouladen, also ein vergleichsweise teures Fleisch. Und für 4 Euro gibt es dann Bratkartoffeln mit Speck und Ei, glaube ich, also für knapp 4 Euro. Ja, summa summarum scheint dann Ration 1 schon die teuerste Variante, vom EPA mal abgesehen, zu sein. Allerdings sind die Versandkosten relativ human, insbesondere wenn man höhere Mengen, größere Mengen bestellt. Ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern, das kommt immer jetzt individuell darauf an, inwiefern das ins Gewicht fällt. Und ja, gut, ne? Was mir dann noch aufgefallen ist, dass die aktuellen Preise bei Ration 1 ja alle rabattiert sind. Also egal, was du da bestellen willst, du kriegst derzeit gerade irgendeinen schön aussehenden Rabatt dazu. Das motiviert natürlich zum Kauf. Wenn man da tatsächlich die normalen Preise zahlen müsste, wäre alles halt nochmal erheblich teurer und würde sich dann preislich, würde ich sagen, auch deutlich von der Konkurrenz abheben. Ob das qualitativ wert ist, wie gesagt, das kann man schwer beurteilen, wenn man nicht alles probiert hat. Und auch ansonsten ist Geschmack ja immer Geschmackssache bekanntlich. Also, naja, ne? Also ihr seht die Zahlen. Ich wollte das einfach nur nochmal schnell ergänzen. Und damit kommen wir auch zur Verabschiedung. Ich bedanke mich diesmal wirklich. Tschüss, macht's gut.